Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim Special Edition. Ja, in der letzten Folge etwas kürzer und hier sogar ein kleiner Cliffhanger. Letzte Folge, es tut mir leid. Ich wusste bloß, dass das hier nicht mehr lange dauert. Und ja, ich wollte die letzte Folge auch nicht so extrem lang gestalten. Also ich wollte sie nicht wieder auf 40 Minuten bringen. Und ja, ich habe jetzt hier viel Zeit, die Quest hier zu beenden. Alles mit der Ruhe in dieser Folge. Und dann vielleicht, wenn die Quest etwas schneller ist, kann man noch eine andere Quest machen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber die letzte Folge wäre etwas zu knapp gewesen. Und das wäre wirklich zu groß gewesen und zu lang. Und es tut mir zwar ein bisschen leid, aber hey, jetzt habt ihr diese Folge. Und ja, falls ihr dieses Projekt unterstützen wollt, was ich mache und auch nicht mehr ganz so lange machen werde, schreibt mir doch einfach eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht werde ich dieses Spiel dann wirklich... Also werde ich die Livestreams vielleicht aktiver gestalten, wenn dieses Spiel gut ankommt. Lasst doch ein Like da und lasst eine Bewertung einfach da, um zu zeigen, ob ihr das Projekt gefällt, ob euch das Projekt gefällt oder nicht. Und ja, es wäre auch sehr nice, wenn ihr einen Kommentar schreiben würdet oder ein Abo auf diesem Kanal da lassen würdet. Aber nun, genug von mir, gehen wir weiter mit der Quest. Ja, ich habe sie, was nun? Seht euch das Gerät hier an. Das Zahnrad in der Mitte hat genau die richtige Größe. Steckt die Splitter einmal dort hinein und wartet ab, was passiert. Alles klar. Ich soll hier Splitter reinstecken. Sollen wir es zerstören? Nimm das Atemamulett an dich. Was denn? Zurück, schnell! Tritt zur Seite. Tschüss, Begleiter. Es ist alles wahr. Kommt, sehen wir sie uns an. Ja. Das ist lächerlich. Ja, komm, Leute, wir sehen uns das mal an, ne? Mann, sind wir tief. Ey, meine Begleiter sind wieder da. Das hat länger als sonst gedauert. Wie tief sind wir? Oh, immer gibt's hier... Boah. Hey, es gibt hier endlich wieder Nachtsicht. Und wenn das so... Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss gleich wieder Nachtsicht hier anmachen. Aber immerhin gibt's hier Licht. Zwerge waren immer so geil, Bewegungsmelder hier einzubauen. Danke dafür. Abgesehen davon, dass man ab hier nichts mehr sieht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Something dwarves were like their buildings, hard and chiseled. I like to imagine they were squishy, with breath that smelled like juniper berries. Onward we march for Tibella's glory. Nett. All right. Oh, hier gibt's was zu mitnehmen. 4000 Jahren war hier keine Seele. Oh, jetzt sitzen wir hier. Du gehst doch ganz sicher an. Nicht? Ja, das verwundert mich jetzt. Das verwundert mich. Aber das ist schon fett hier. Bleib mal an Nachtsicht. Schöne Hammer mitnehmen. Das will man mehr als ein Hammer. So. Hier muss es doch irgendwas geben, was sich lohnt. Nicht? Nicht mal im Wasser? Was für einen Sinn hat denn diese versteckte Passage hier?
keine Geheimnisse. Kleine Hidden. Hey, Baum. Mit diesen Resonatoren bekommt man sie auf. Ah. Easy. Die Luft hier fühlt sich so anders an. Fast als ob. Boah, sprecht doch die Sätze zu Ende. Was ist das? Was haltet ihr von der ganzen Sache? Ich kann es kaum glauben. Das ist es. Wir haben tatsächlich die Schmiede gefunden. Endlich. Was haltet ihr von diesem Ort? Er fühlt sich alt an, nicht wahr? Selbst für Zwergenverhältnisse. Seit tausenden von Jahren war hier keine Seele. Aber ich habe mal so eine Frage. Woher weißt du, dass seit tausenden von Jahren hier keine Seele war? Ich trag zu viel? Jetzt kommt nicht wieder der Scheiß. Ich trag zu viel. Mimi. Nur ob man sich gerne gut gehen lässt. Wie sieht das eigentlich aus? Boah, das lasse ich. Das sieht so dämlich aus, dass es schon wieder nice aussieht. Da muss ich einen meiner Begleiter mal kurz ansprechen. Und zwar ich bin direkt hinter. Wie kann ich euch dienen, Tane? Bist du schon voll oder kannst du noch was tragen? Schon voll. Ich habe wieder zu viele Sachen dabei. Don't worry about me. I don't need a break. Aber dazu hat man zwei. Ja, denn das Einzige, was du tragen musst, ist ein bisschen Hide. Ein Ingot. Den Hammer werde ich auf jeden Fall verkaufen. Diese orkische Waffe und sonst habe ich gar nichts. Alright. Ist das die Schmiede? Lass uns den Gang vertreiben, damit wir was sehen können. Jo, das sieht aus wie so eine Schmiede. Ah, verdammt. Also ich meine, abgesehen davon, dass dieses Metall schon längst geschmolzen sein müsste, weil es so verdammt heiß da ist. Ich meine, hier ist literally Lava. Lava. Das müsste hier geschmolzen sein, das Metall. Das darf ich aber alles noch mitnehmen. Interessant. So muss ich mal schauen, was für Sachen kann ich denn mal wegschmeißen, die ich wirklich nicht brauche. Moment noch gar nichts, aber die Elfenboots wären auf jeden Fall ein cooler Klassiker. Spinnen.
spinnen sie das ja nur. Das Problem ist, die sind voll mit Zeug, was man geil looten will. Was? Ja. Mann, ey, ich konnte nicht. Oh, ich konnte nicht blocken, Mann. Ich konnte mich nicht bewegen, ey. Einfach lächerlich. Einfach lächerlich. Keine Ausdauer. Du kannst an diesen Ort nicht warten. Ja, danke. Ja, dann heißt es wohl mal ein bisschen was essen, ne? Boah, Alter, 32 Nordmilch. Und mal ein kleiner Reinigungstrank. Ja, ich weiß, es ist zu viel Trag. Plündern. Das ist ganz schön geiles Zeug. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, lasst mir doch mal ein bisschen Zeit. Ich bin direkt hinter euch. Do you need something? Items? Potions? What do you need to take? Nö, ich musste was geben, und zwar eine ganze Menge. Einmal das Schwert. Damit ich ein bisschen, ne? Problemless bin. Den Helm. Damit ich ein bisschen problemless bin. Da. Und sonst eigentlich nicht so viel, ne? Das kann ich auf jeden Fall fallen lassen. Meisterschmied. Auch noch ein Bossmob. So, ich soll den Dampf abstellen.
Ne, das müsste eigentlich was gekontert haben. Ja, geh halt durch die Flammensäule. Also geh halt da durch, ey. Das braucht echt ewig. Alter, ist das dein Ernst, Spiel? Ist das dein fucking Ernst? Ey. Jetzt muss ich wieder alles von vorne machen. Alter, ich hab darauf keinen Bock. Mann, ey. Komm mal her. You need something? Items? Potions? Of course. Now if I even have a system. For every 10 gold pieces, 7 goes to the temple, 1 goes to the food and shelter. Dammit, das möchte ich jetzt beenden. Ich möchte nicht, dass die Folge so lange dauert. So, ich möchte traden. Ach toll, jetzt ist mein Herz dann auch noch verrückt. Und so mal ein bisschen Tempo machen. Wir haben nicht ganz so viel Zeit mehr. Warum ziehst du das an? Das ist ein schweres Rüstungsteil. Das wirst du niemals tragen. Egal. Wenn sie es tragen will. Naja, das nehme ich eh bald wieder weg. Hat einfach keinen Sinn, das nur zu lassen. Einfach lächerlich. Just tell me what you. Of course. Now if I find, I even have a system. For every 10 gold pieces, 7 goes to the chest. Is that skooma in your pocket? Trading things is always fun. Erstmal so wenig Gewicht wie möglich auf einen selbst haben. What is it? Is there something in my... So. Nee, haben wir wirklich nicht. War ja gar kein Schaden. Verzerrt. Aber jetzt auf einmal sind die alle tot? Das brauche ich nicht. Komm.
der Scheiß hier doch liegt, ey. Boah, ich sollte eigentlich nur, also so gut wie alle geplündert haben. So, stellen wir mal den Dampf ab. Hat der Typ mich gerade fast gewone-hittet? Nordmate. Fasse ich mal ein bisschen, ne? Nimm mir mal ein paar Tränke, die ich auf jeden Fall anscheinend brauchen werde. So geht das doch auch eine ganze. So geht das doch wunderbar schnell. Zwinge den Wächter. Haben wir getan. Large, Dämmer, Large, Strut brauche ich alles gar nicht. Aber die Pfeile sind sehr nett. Genau wie das. Der backt nur leicht. Ich kann es selbst kaum glauben. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Ja, es wäre aber schön, wenn man dich hören würde. Geht das? Indem wir etwas spielen, natürlich. Macht nur, nach allem, was ihr getan habt, gebührt euch die Ehre. Das ist sehr nett. Etwas schmieden, womit? Hier gibt es keine Theorie, oder? Verdammt! Moment, doch, hier gibt es sehr wohl welches. Die Splitter, die wir gesammelt haben, sie bestehen aus reinem Ethereum. Erinnert ihr euch? Nicht viel. Glaubt ihr, dass es irgendwo... Ey, kann dieser Style... Ey, diese Bugs der toten Sachen. Glaubt ihr, dass es irgendwo noch mehr Ethereum gibt? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist ein Wunder, dass nach all den Jahren noch so viel vorhanden ist. Mach das Beste daraus. Dies ist vielleicht die einzige Chance, die Spieler jemals zu gebrauchen. Auf jeden Fall das, was ich auf jeden Fall machen will. Kannst du mal mitkommen? Geht nicht, nein. Benutze die Schmiede. Ja. Die sind sehr schön wertvoll, aber ich will die Ethereal Crown haben. Das Schild sieht zwar aus meiner Sicht am besten aus mit dem Stab zusammen, und die Krone sieht nicht ganz so geil aus, aber die Krone hat einen geilen Effekt. Ah. Ich muss kurz die Metalle von meinem Freund hier wiederholen. I'm ready if you want. Ready. Erstmal den. Wie viel Gewicht kann ich aufnehmen? Genug. Egal, behalten wir erstmal. Das müssen wir auf jeden Fall. Ein Gold-Ingot. Davon die 8. Das sollte reichen. Denn wir wollen gute. 2. 2 Gold-Ingot 1. Eure Last zu tragen. Alter, jetzt ist es so schön ruhig auf einmal. Dann nehmen wir erstmal hiervon alles wieder an mich. Ihr geht vor, ich folge. Nutze die Schmiede. Geht das jetzt? 2 Gold-Ingots, ey. Don't worry about me. I don't need pretty things. So, dann nehmen wir mal alles von der, was die nicht braucht. Einmal diesen Helm.
diese Schuhe, diesen Helm. Das kann erstmal drum bleiben. So, dann habe ich das alles nur bei einer Person. Das ist dann einfacher. Verdammt, die kann ich mehr tragen. Ah, verdammter Mist. Hey, wir haben Flawless Trombin. Den brauchen wir. Dann können wir sogar zwei Quests spenden. Na, dann nächste Woche aber erst. Geht ihr voran? So, jetzt habe ich alle Items mit. Wie kann ich euch dienen? Gib mal wieder her, die Rubine, ey. Die Saphire, besser gesagt. Hey, jetzt kann ich es endlich benutzen, die Schmiede. Party! Ich kann endlich die Krone herstellen. Möchtest du diesen Gang herstellen? Ja, möchte ich. Diese Krone, so habe ich sie mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Und damit wäre es vollbracht. Niemand kann jetzt noch bezweifeln, was wir hier gefunden haben. Was jetzt? Für mich. Ich habe getan, was ich mir vorgenommen hatte. Aber ihr nehmt das mit in der Welt hinaus. Und wenn euch jemand danach fragen sollte, so erzählt, was wir entdeckt haben. Gemeinsam. Auf jeden Fall. Ja, Glückwunsch und danke. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Wir haben sie gefunden. Ah, jetzt ist auf einmal wieder so schön leise und sie trägt zu viel, deswegen kann sie nicht alles tragen. Das heißt, ich muss es doch wieder auf zwei verteilen. Oh. Oh. Tauschen möchte ich. Ich habe auf Tauschen geklickt, Mann, Spiel! Geht doch. So, einfach alles davon. Alter, ich kann immer noch nicht laufen. So, jetzt kann ich laufen. Ich muss hier raus, Leute, sorry. Es ist mir viel zu laut. Raus hier. Aus dieser Zombie-Höhle. Jetzt fehlt mir die Ausdauer wieder. So meine ich doch, wäre letzte Aufnahme etwas knapp gewesen worden. Deswegen habe ich eine neue gemacht. Und die Mission ist einfach episch. Auch wenn es hier ein paar Dinger gibt, die mich einfach nur abfucken. Ja, jetzt sehe ich wieder endlich was. Du kannst an diesem Ort nicht warten. Mimi. So, damit wären wir wieder beim Fahrstuhl und wir wollen hier raus. Also öffnen wir Himmelsrand. Damit hätten wir das beendet. Diese Mission
verloren in der Vergangenheit. Und damit, wo das hier vorbei ist, werden wir diese Folge hier beenden. In dieser wunderschönen Nacht. Und ich kann nur hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Denn mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch dieses Video euch gefallen. Ich habe euch entertained. Und ja, ich hoffe, ihr schaut auch meine anderen Videos. Und ich hoffe, ihr lasst ein Abo auf diesem Kanal da. Oder zurück. Lasst eine Bewertung hier unter diesem Video auch mal gleich zurück. Na komm, machen wir Nachtsicht aus. So. Und ja, mehr kann ich ehrlich nicht sagen. Die Folge ist schon etwas länger. Ich werde jetzt eigentlich nur noch offscreen nach Weißlauf reisen, die Sachen einpacken in die Kiste, die ich behalten will, und die anderen restlichen Sachen verkaufen. Das werde ich jetzt noch tun, aber nicht mehr in der Aufnahme. Und man sieht sich dann in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt Skyrim. Oder man sieht sich am Wochenende, wenn es Anno 1404 Venedig heißt. Oder auch in der Woche, wenn es Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden ist. Ich hoffe, ihr schaut eins meiner Videos oder schaut mal deine Videos vorbei. Ich empfehle sie euch wirklich sehr. Ja, ich lerne immer noch. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich lerne dazu. Ich versuche mich zu verbessern. Aber ich hoffe, man sieht sich auch beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.